Und damit ein herzliches Willkommen zu Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Ich freue mich so derbe, Alter, Mann. Das Intro war ja wohl mal richtig fett. Also wenn das nicht geil war, dann weiß ich auch nicht. Oh nein, Zombies, Vorsicht, die sind bissig. Vorsicht, die sind hässlich, würde ich viel eher sagen. Es ist so schön, es ist wirklich so schön. Ich liebe Pflanzen gegen Zombies. Es war ja eins meiner ersten Let's Plays, die ich je gemacht habe. Und die Folgen waren echt ein bisschen krass. Also natürlich ist man ganz am Anfang ein bisschen low, ja. Aber jetzt weiß ich, wie der Hase hier läuft. Und deswegen wird es hier richtig geil. Der Plants vs. Zombies ist ein richtig cooles Spiel. Auch die alten Teile, diese 2D- oder 3D-Teile, könnte man fast sagen. Richtig nice. Ich komme, um dich zu retten. Schaffst du das an Zombies? Aber natürlich, wir sind ein richtiger Held. Und wir haben ja die ganzen Fähigkeiten hier, die wir ja schon aus dem Plants vs. Zombies Garden Warfare 1 Teil kennen. Leider Gottes können wir den Spielstand nicht mitnehmen, soweit ich weiß. Müssen uns also alles hier komplett neu erspielen. Aber ich bin dafür, ich freue mich drauf. Ich finde es richtig geil. Ich bin dafür, dass wir hier von vorne anfangen, alles neu erspielen. Die ganzen Zombies jedes Mal wieder die Schädel einschießen. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Was kommt jetzt? Oh, fuck. Ist das ein fetter Wummer? Ist der aus Dying Light geflohen oder was? Muck nicht sauf, du Pisser. Ja, und das Intro war ja wohl mal richtig fett, oder? Also das Intro war so geil, man, auch mit der Mucke und so. Das ist so episch gewesen, ich habe so gelacht. Heißes, gebuttertes Popcorn? Gerne doch. Glaube ich, mach mir auch gleich eine Schüssel. Und es sieht schärfer aus, es sieht wirklich schärfer aus irgendwie. So, ein von einem Spieler in der Zone. Starte in... Oh, fuck. Warte mal, warte, war das hier? Genau, das war zum Heilen. Dann würde ich einfach mal sagen, wenn die gleich kommen hier... Oh, fuck. Jetzt holen wir mal gleich unsere... Scheiße. Unseren Laserstrahl. Fickt euch. Verpisst euch. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Verpisst euch. Ihr seid so hässlich. Und stinkt. Ihr stinkt nach Untot.
Alter, lass meine Pflanze in Ruhe, Junge. Komm, komm, komm. Stirb! Oh, der Fette. Komm, mach ihn kaputt, Mann. Haben wir ihn? Alter. Richtig knapp. Gerade so, glaube ich. Oder ist es mit Absicht so gescriptet, dass hier quasi da hochgeht? Alter, war das erste Ding geil? Das war richtig geil. Guckt euch mal unten den Ladescreen an, den Taco oder was das gerade war. So geil. Hinterhof Kampfplatz. Pflanzen auf der einen Seite, Zombies auf der anderen. Ein Platt episches Ausmaßes. Bislang konnte keine Seite einen Vorteil erringen. Das können wir ändern. Auch die Erbsenkanone ist wieder mit dabei. Freue ich mich riesig drauf, denn die Erbsenkanone ist einer meiner Lieblingscharaktere. Town Hall. Kann ich auch. Hört sich nur nicht so geil an. Ja, ich glaube, das ist hier so ein bisschen so Einführungsstory, habe ich so das Gefühl, ja, dass man einfach so ein Gefühl für das Spiel bekommt. Vielleicht auch für die Leute, die noch keinen Plants vs. Zombies gespielt haben, ist das hier genau das Richtige. Okay, haben wir jetzt hier echt sowas wie Quests oder wie? Willkommen im Hinterhof! Geh rüber in die Garage und probiere Einzelspieleraufträge aus. Du willst dich direkt in den Multiplayer stürzen? Aktiviere das Multiplayer-Portal. Hüpfe in die Umkleide, um einen neuen Charakter auszuprobieren. Richtig nice. So ein kleines wenig Open-World-Ding hier. Gartenkommando. Das sind, glaube ich, die verschiedenen Multiplayer-Modis. Und hier haben wir Aufträge. Nimm tägliche Aufträge an, um Münzen und Sterne zu verdienen. Schließe Aufträge ab und einen XP-Multiplikator zu erhöhen und schneller aufzusteigen. Was haben wir hier? Für die Pflanzenseite. Fühl dich Pfirsich. Ich frage mich, warum die Zombies immer so schlechte Laune haben. Im Pfirsich sollte sie aufmuntern. EMP Pfirsich. Erledige 10 Zombies, während sie durch Citrus-MP Pfirsich-Fähigkeit gelähmt sind. Ist auch mal richtig geil. Da müssen wir aber die Citrus-Braut spielen, glaube ich. Ich weiß noch nicht genau, was es überhaupt alles für Charaktere gibt. Aber es gibt auf jeden Fall viele. Sammle 20 Abschlüsse mit der Streifigkeit beliebiger Sonnenblumen. Das nehmen wir mit. Oder warte mal, was können wir vielleicht alles sogar nehmen? Können wir bestimmt alles nehmen, oder? Was haben wir hier? Deppy Dave hat erwähnt, dass in der Garage eine Überraschung auf dich wartet. Sieh nach, was da ist. Machen wir. Ich will aber die Zombie... Oh nein, scheiße. Warte mal, was können wir denn schließen? Viele Wellen im Kommandomodus ab, um cool zu sein. Ich bin auch so schon cool, oder? Habe ich immer gedacht. Nicht jeder schafft es. Zombie-Soldaten. Erledige 50 Pflanzen mit einer beliebigen Soldatenklasse. Warte mal, nehmen wir das noch mit. Dann hauen wir irgendwas anderes. Oder nee, warte mal, wir gehen nochmal her, wenn wir die Story hier weitergemacht haben. Weil da verlieren wir natürlich dann auch wieder Aufträge. Oder schließen sie mehr oder weniger ab. Und dann können wir auch wieder neue Aufträge nehmen. Alles klar, reinschauen. Wer ist der hier? Okay. Auf den Weg. Später vielleicht? Ach komm, wir schauen rein hier. Wir schauen rein. Hotdog-Stand. Oh, Hotdog. Wo gibt's Hotdog? Finde den Hotdog-Stand. Unvollständig. Ja, wir sind doch auf dem Weg, Mann. Für die Zombies kämpfen. Hier können wir anscheinend dann, keine Ahnung, Klassen auswählen oder was? Muss ich da hoch oder was? Komme ich raus? Noch sieht hier alles friedlich aus. Wir haben ja auch erst alles gesäubert, ja? Das war zwar in einem anderen Städtchen, aber ich habe so das blöde Gefühl, dass auch dieser Ort hier irgendwann des Todes geweiht ist. Wir müssen da hoch. Irgendwie müssen wir da hoch. Oder es ist wohl doch ein Ort des Friedens. Was haben wir hier? Ein Pflänzchen. Ey, es ist so cool. Man kann anscheinend sein eigenes Gebiet hier so ein bisschen auch erweitern. Und das hier ist unser Zuhause. Ah, hier kommen wir hoch. Bin ich bescheuert. Hier kommen wir hoch. Hübsches Kanönchen. So. Oh, da sind sie schon. So, Leute. Kommt her, ihr Pisser. Hau mal weg, die Jungs hier. Stirbt doch. Alles klar. Wie verhalten die aus? Na, das sind Liebe. Oh. Ey, lasst meine Pflanze hier in Ruhe. Komm, wir müssen da hinten hin. Müssen wir mal gucken, wo hier jetzt überall Zombies sind, ey. Oh, was ist das denn? Ey, du hast eine Vase auf dem Kopf. Siehst du überhaupt was? Ich glaube nicht.
Alter, die Dreckszombies hier. Ich bräuchte was Schlagkräftigeres hier. Ich hab nix wirklich. Also die Sonnenblume hat ja schon immer ein bisschen wenig Schaden gemacht, aber ich glaube, die ist eher so ein bisschen Supporterklasse zum Heilen. So wie es auch schon eigentlich immer war. Junge! Komm, einmal Heilung. Was sind denn die ganzen Bräute hier? Oh, fuck. Ich bräuchte jetzt hier irgendwie... Okay, keine Flagge machen. Ich bräuchte irgendwie eine Bombe oder so. Diese Kidneybohne, die die Erbse ja hat. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Junge! Heilung ist noch nicht ready. Schade. Aber hier hinten, die wirft noch was raus, die Alte. Jungs, verpisst euch hier, Mann. Komm, wir heben die Flagge hoch. Irgendwie, müsste hier eine Flagge oder so etwas stehen, ähnliches. Vielleicht beim Dave-Beutel, okay. War ja genau der perfekte Zeitpunkt hier, um rauszufinden, warum hier noch keine Flagge steht. Achso, ich habe ganz vergessen, wir sollen ja immer noch die Fernbedienung suchen. Wir müssen hier ja eigentlich gar nichts killen. Das machen wir ja nur, weil wir so lustig sind. Junge, was willst du? Ist dir erlaubt, hinter mir herzulaufen? Ich glaube nicht. So. Stirb! Oh, da kommt jemand Böses. Der Inji. Der Bauarbeiter, der Alte. Alter, Leute, was geht hier ab? Alles klar. Irgendwie kriege ich gerade richtig aufs Maul. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern richtig. Öffne das Garagentor. Wo ist das Garagentor hier? Wir müssen wieder zurück. Komm. Schnell wieder zurück hier. Alter. Voll krass, ey. Die Musik. So episch. Das ganze Spiel ist so episch. So, okay. Dave-Bot 3000, bist du das? Jo. Oh, Stickerladen. Nutze Münzen, um Sticker-Packs zu kaufen. Sticker schalten neue Charaktere und Anpassungsgegenstände frei. Der Stickerladen wird neu. Okay. Alter, wir haben 100.000. Geil. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich mir davon holen sollte, was sich vielleicht lohnen würde zu holen. Ich möchte natürlich jetzt nichts Sinnloses holen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir echt mal schauen. Was haben wir denn für Geschenke? Minions Booster Pack. Geil. Komm, das behalten wir noch aus. Das behalten wir uns noch auf hier, weil wir vielleicht mal ein Sticker-Unpacking machen. Und da möchte ich jetzt noch nicht alles ausgeben. Der vorprogrammierte Dave 3000 würde dir gerne für 5 Fragen stellen. Okay. Bist du eine Pflanze und kein Zombie? Ich bin eine Pflanze. Eigentlich nicht. Was ist 1 plus 2? 5? Wenn es... Wahrscheinlich ein Baum. Stehst du auf Gehirnorganisationen? Nein. Und mal angenommen, du würdest nur, würdest in einer eingeladen, würdest du annehmen? Mit Freunden. Oh gut, Dave Brot 3000 ist eigentlich ein Musterungsroboter für eine Fehler. Geheimnis nicht erwähnen. Wie, findet man Rekruten für eine Geheimorganisation, wenn man nicht darüber reden darf? Fehler, Neustart, Parameter ändern, Passwort, 123, Deppy Dave hasst Katzen. Erlaubnis zum Geheimnisverrat, okay. Okay, möchtest du Teil der LEAF werden, der Liga Extraordinaire Action Flora? Aber natürlich doch. Hervorragend, Dave 3000 wird dir jetzt das Auftragsbuch zeigen, dein Leitfaden zum Agentenberuf. Okay. Schwierigkeit, was ist denn das? Schwierigkeit? Agent Knurriger Strunk ist nicht von seiner Infiltrierungsmission zurückgekehrt. Finde Knurri und hilf ihm. Was ist denn das jetzt? Musst du 3 Fähigkeiten demonstrieren. Fähigkeit 1, Kompetenz im Umgang mit Sprengstoff und Salsa. Fähigkeit 2, Fähigkeit Sand aus Socken zu entfernen und in Socken und Sandalen gut auszusehen. Das könnte schwierig werden. Spüre andere verlorene Agents der LEAF auf. Fähigkeit Nummer 3, unter Beweis zu stellen. Offenbar ist unser Spezialagent Knurri noch nicht wieder zurück.
Knorri ist einer der erfahrensten Tarnspezialisten der LAF. Er sollte sich unerkannt in die Zombie-Basis einschleichen. Würdest du ihn für uns ausfindig machen und nach Hause bringen? Klar. Komm, das Ding machen wir hier. Wir testen es mal, bevor wir uns in den Multiplayer stürzen. Knurriger Strunk. Alles klar, alles klar. Finde Agent Knorri. Da hinten ist das Ziel. Oh, wow, wow. Ein Sargzombie, ein hässlicher. Genauso hört ihr euch an, ihr Kinder. Ihr Zombie-Kinder. Weg. Weg. Du auch weg? Oh ja, das ist ja so richtig à la Star Wars hier, ja. Wo du so ein bisschen deine Waffe abkühlen lassen musst hier, weil die Sonnenblume wird ziemlich schnell heiß. Sie wird ziemlich schnell heiß. Headshot würde ich meinen. Wie gern würde ich eine Kidneybohne schmeißen. Okay, ich glaube, hier müssen wir rein. Oh, was ist denn hier los, ey? Sieht ziemlich brutal aus hier drinnen. Oh, kann ich den reiten? Komm, ich will reiten. Ich möchte doch nur reiten. Alter, haben die Zombies hier gepupst oder warum ist es hier so komisch grün-braun neblig? Unverschämtheit von den Gimp-Kindern. Oh. Oh, fuck. Ziel, okay. Scheint aber, als wäre das Agent Knurri. Knurriger Strunk. Ich Knurri. Knurri hat Pläne von Dr. Zombos, dem bösen Zombie-Anführer und weltbekannten Küchenchef, geklaut. Aus den gestohlenen Plänen geht hervor, dass Zombos die ultimative Macht über das Universum erringen will. Jetzt muss Knurri Pläne zu Daveport 3000 bringen. Der wird wissen, was zu tun ist. Knurri kann sich unbemerkt durch Mengen bewegen. Folge Knurri, aber bleib so still wie Knurri. Hast du gehört? Dann mal los, Knurri. Ey, das schaut aber richtig geil aus, ne? Und ist auch richtig schnell. Also wenn wir jetzt von der Horde Zombies verfolgt werden, weiß ich auf jeden Fall, dass ich hier sterbe, weil ich nicht so schnell vorankomme wie Knurri hier. Knurri ist so ein kleiner Speedbaum. Speedbäumchen. Komm, Speedbäumchen. Hallo. Hey, nicht wütend werden. Ich wollte nur Spaß machen. Ich eskortiere dich sicher, hoffentlich. Kritischer Abschuss. Oh, oh, komm, den will ich wegholen. Der geht nicht. Der Vogel, der hält einfach zu viel aus, Alter. Was für ein Vogel, ey. Der hat doch einen Vogel. Begleite Knurri immer noch. Unvollständig. Also wie gesagt, die Pflanze, die Sonnenblume hier ist mehr so eine Supporter-Klasse, ja. Da wirst du nie so wirklich die mega krassen Abschüsse mitkriegen. Aber es ist auf jeden Fall auch geil, die Olle. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Alter, aber haut's alle weg, glaube ich. Komm! Der gimmt hier noch rum. Alter, er tut so, als wäre er geil, Mann. Aber der scheiß Fußsoldat hier kriegt auch noch einen aufs Maul. Zombieheld bezwungen. Das war ein Held? Heldentöter. Heldentöter Panischu. Ja, das war mal eine neue Seite von mir, ich weiß. Ich weiß nicht, was hier gerade mit mir durchgeht. Ich finde das Game so übelst geil. Ich freue mich so. Oh, Level 2, Alter. Viel cooler, noch cooler. Besser geht's nicht. Cool, cooler, noch cooler, am coolsten, mega cool. Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Du Bastard. Oh, der Kampf der Giganten. Speedbäumchen holt zum Schlag aus. Trifft den Rammer. Der Rammer hat nicht mehr viel. Speedbäumchen ist geschockt und wird von Zombies angegriffen. Aber Panischu, der alte Gauner, verteidigt seinen besten Freund Speedbäumchen weiterhin gegen Zombiehorden und Allstars. Oh, wir sind gleich tot und wir sollten auf jeden Fall hier eine Heilungspflanze stellen, denn es wird brutal. Es geht brutal weiter hier. Action im friedlichen Paradies, dachte ich eigentlich am Anfang, aber es ist hier mehr als nur Action. Es ist der pure Überlebenshorror. Es ist kein schöner Action hier, es ist einfach nur Hardcore. Stirb, Junge!
Geh doch. Speedbäumchen, alles okay? Kann ich dich heilen? Natürlich kann ich dich heilen. Wir sind das Sonnenblümchen, die Heilerblume. Die hat hier das Sagen. Alles klar? Alles klar? Jo, alles klar. Florist, da stehen wir genau richtig beim Floristen. Hoffentlich beschneidet der uns nicht. Knorri ist froh. Du bist sicher mit Knorri zurückgekehrt. Knorri hat Dave Portai 1000 die Pläne ausgehändigt. Er ist unsere einzige Hoffnung. Knorri wird sich jetzt verstecken, ja? Wir sehen uns, Knorri, oder? Das ist super, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir sehen uns nochmal. Ich habe dich lieb gewonnen. Ich habe mich quasi verliebt. Auftrag erfüllt. Belohnungen. 5000 Silber. Die Währung hier. Ey, die Mission war richtig cool. Richtig cool. Richtig cool. Okay, okay. Ich weiß auch nicht. Machen wir noch eine Mission? Machen wir noch eine Mission? Nein, wir machen keine Mission mehr. Wir machen die Folge jetzt zu Ende. Die perfekte Folge, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Hat richtig viel Bock gemacht. Und ja, Leute, schreibt einfach mal hier ein paar Kommentare, wie euch das Game gefällt und so. Es ist, ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist ein richtiger Bringer. Wer Plants vs. Zombies Garden Warfare 1 schon gemocht hat, der wird dieses Spiel hier lieben. Ja, der wird quasi, was weiß ich, was kriegen in der Hose. Ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall richtig geil. Und ja, ich möchte noch eine Sache ansprechen. Bitte lasst es mich wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Schreibt mir Kommentare, ganz klar. Und unterstützt mich auch weiterhin bei Plants vs. Zombies Garden Warfare 3, da es wirklich ein mega cooles Game ist. Und natürlich auch bei allen anderen Let's Plays. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich gebe mir oft so viel Mühe und krieg irgendwie kein richtiges Feedback. Die Leute lassen vielleicht 10, 20 Likes da und im Endeffekt habe ich Kommentare vielleicht 5, ja. Also es ist ein bisschen traurig, Leute. Ich bitte euch nochmal, bitte unterstützt mich bei jedem Video. Es würde mich sehr, sehr freuen. Natürlich zwinge ich euch jetzt nicht Videos zu gucken, die ihr nicht mögt, ja. Aber trotzdem wäre es cool bei dem Videos, die ihr bei mir guckt und natürlich auch ein Däumchen hoch da lasst. Bitte schreibt Kommentare und unterstützt mich weiterhin. Ich bedanke mich schon mal für das super Publikum. Damit meine ich euch natürlich und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir mit der Sonnenblume weitere Quests machen und aufsteigen und stärker werden, um die Zombiehorden hier zu besiegen. Tschüss!